Liebe Genossen, Companeros, Tovarisches. Hier ist der Astralsilber und ich begrüße euch zurück hier zu Workers and Resources, zurück im kleinen Transastralien. Wir befinden uns jetzt gerade im Anflug hier auf Svidava, was mir die Gelegenheit gibt, euch zu begrüßen und diese Folge hier auch zu eröffnen. Denn in dieser Episode möchte ich euch zeigen, welche Bauarbeiten jetzt stattgefunden haben seit der zurückliegenden Folge. Vergangen sind ungefähr 1-2 Monate, also eine recht kurze Zeit. Und wo wir hier gerade einfliegen, sehe ich auch hier zum Beispiel, dass unser neuer Trawler fertiggestellt worden ist. Eine Neuigkeit, die ich euch nicht vorenthalten möchte, denn dieser wurde jetzt hier auch schon der Fleischdistribution zugewiesen. Ihr seht es, er liegt hier im Hafen und möchte sein Fleisch entladen. Insgesamt verfügt dieser Trawler hier über 3 verschiedene Varianten der Außenlackierung. Und mir gefällt eigentlich die hier mit den gelben Aufbauten am besten. Deswegen habe ich die hier mal eingestellt. Und aufgrund der Hinweise eines findigen Genossen aus der Abteilung Energie des Ministeriums sah ich mich gezwungen, hier den Energieverbrauch unseres Kühllagers nochmals zu überprüfen. Denn ursprüngliche Kalkulationen beruhten auf einer geringen Füllung. Diese wurden hochgerechnet und gaben an, dass dieses Kühllager ungefähr 0,5 bis 0,6 Megawatt verbrauchen würde. Jetzt allerdings in der Realität zeigt sich, dass diese Hochrechnungen doch untertrieben waren. Denn ihr seht, dass hier 0,8 bis 0,9 Megawatt aufgewendet werden müssen, um die 350 Tonnen Fleisch zu kühlen. Also, aufgemerkt, Vorsichtfalle, ein zu großes Kühllager kann schnell in eine Energiekatastrophe führen. Nun können wir diesen Bedarf durch das benachbarte Betubenkraftwerk ganz entspannt abbilden. Das kann also mitproduziert werden. Aber wenn wir ein Kühllager mit deutlich größerer Kapazität hier gewählt hätten, ja dann hätte es leicht in eine Katastrophe führen können. Und der Klassenfeind hätte sich vor Häme ins Fäustchen gelacht. Das möchten wir natürlich nicht. Das gilt es zu vermeiden. Nun lässt sich eigentlich konstatieren, dass dieses gesamte Gebiet hier, die Verteilung des Alkohols und auch des Fleisches, vollumfänglich funktionsfähig ist. Wir sehen auch gerade wieder hier eine der kleinen Hafenbarkassen anlegen, die diesen Hafen hier ja mit Treibstoff versorgt, denn das Flussschiff, welches die Nahrungsmittel hierher bringt, hat gerade wohl abgelegt und diesen Hafenplatz freigemacht. In der letzten Folge sagte ich auch, dass wir nunmehr beginnen wollen und dafür erhebe ich uns ein wenig in die Wolken hier. Svidava gegen die Herausforderungen der Produktion des Mülls zu widmen. Und was hier in der Zwischenzeit geschehen ist, das möchte ich euch einmal zeigen. Denn ich werde mal hier das Overlay aktivieren für die Gebäude. Und ihr werdet gleich erstaunt sein. Denn in ganz Svidava wurden Müllcontainerplätze hier angeplant. Die seht ihr jetzt hier. Besser gesagt, die Standorte, die geplanten Standorte, die seht ihr jetzt hier. Denn diese werden alle von unserer eigenen Bauindustrie natürlich gebaut. Das heißt, es wird eine kleine Zeit dauern, bis all diese Standorte hier dann errichtet worden sind und wir dann weitere Bauprojekte bezüglich des Mülls mit in Auftrag geben können. Zuerst sieht der Plan vor, die gesamte Industrie noch mit Müllplätzen, Müllabsatzplätzen für die Muldencontainer zu versehen. Und da geht es natürlich hier vor allen Dingen um Vic Ost, aber auch drüben um Leckermühle. Und nachdem das geschehen ist, gilt es dann, die Recyclingkette und Verwertungskette des Mülls mit aufzubauen. Derzeit ist der Müll deaktiviert, sodass unsere Baubüros ganz in Ruhe hier mit der Errichtung dieser vielen Müllsammelplätze beginnen können. Ich kann euch das auch gerne mal zeigen, welche Herausforderungen das darstellt. Denn die Vielzahl der Projekte ist nur schwer in Worte zu fassen. Ihr seht es hier, all diese unfertigen Fußwege sind eigentlich Fußwege, die dann zu diesen Müllsammelplätzen führen.
Und in der Stadt habe ich halt ausschließlich diese kleinen Müllsammelplätze angelegt. Also genauer gesagt Müllsammelplätze mit kleinen Containern, die wir auch kennen. Und im Bereich der Industrie, da sollen dann diese Muldenabsetzcontainer zum Einsatz kommen. Jetzt sehen wir auch schon, dass der Schnee hier ein wenig schmilzt. Das ist eigentlich ganz schön zu sehen. Denn das befreit Svidava hier von der weißen Decke, unter der es ja hier im Winter verschwand. Was auch zum Vorschein kam unter dieser Decke, und das war mir gar nicht so bewusst, ist, dass Svidava anscheinend hier an einer Kriminalitätswelle zu leiden hat. Ich deaktiviere jetzt mal hier wieder dieses Müll-Overlay, damit wir hier nicht irritiert werden die ganze Zeit. Denn wenn wir in die Polizeistation hier schauen, da seht ihr hier die Vielzahl der Fälle. Und die Vielzahl der Fälle wäre noch gar nicht das große Problem. Aber die Verjährung hier, seht ihr, in diesem Bereich wird wahrscheinlich die Aufklärung in der Geschwindigkeit schlagen. Das heißt, diese Fälle werden alle nicht aufgeklärt werden. Vielmehr werden sie verjähren und damit hier die Kriminalität in Svidava befördern. Das hatte ich so ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, denn das verschwindet hier ein wenig in der allgemeinen Zufriedenheit, die natürlich recht hoch ist bei unseren Bürgern. Aber ihr seht auch, die Kriminalität sorgt für ein Absinken dieser Zufriedenheit um knapp 1,5%, da 8.802 Bürger die als zu hoch empfunden haben. Und das geht natürlich nicht. Genossen, das geht natürlich nicht, da sind wir wohl alle einer Meinung. Eine Überprüfung des Gerichtes ergab, dass dieses hinterherkommt mit der Aburteilung der Fälle. Das seht ihr nämlich hier, oh, da gibt es nichts zu beklagen. Und die hier natürlich völlig zu Recht verurteilten Kriminellen kommen ja dann hier auch im Gefängnis zurecht. Und auch hier gibt es eigentlich keine Besonderheiten zu vermelden. Die Besetzung des Gefängnisses ist unverändert hoch. Ihr seht, wir sind ungefähr 50% überbelegt. Und selbst eine eingeschränkte Wachmannschaft, denn nur 55 von 70 Wachleuten sind hier vor Ort, ist ausreichend, um die Sicherheit hier auf 98% zu halten. 98% finde ich auch ausreichend. Von daher müssen wir hier keine Veränderung treffen bezüglich des Gefängnisses, sollten aber dafür sorgen, dass noch weitere Polizeistationen gebaut werden. Und im Rahmen der Planung dieser ganzen Müllplätze habe ich auch endlich hier den Zwilling dieser Baracke, der hier vorher stand, beseitigt. Denn dieses Gebäude war aufgrund ungünstiger Umstände niemals an die Fernwärme angeschlossen, sondern war eigentlich unterbesetzt. Da lebten zwei Leute nachher noch. Diese zwei Leute habe ich hier in das Gebäude verfrachtet und einen hat das wohl doch noch da niedergerafft aufgrund der unguten Lebensumstände in der Baracke. Und den anderen seht ihr jetzt hier. Das heißt, für diese Bürger war es eine Verbesserung, jedenfalls für einen von den beiden. Und diese Verbesserung möchte ich auch eigentlich hier für die Einwohner dieses Gebäudes umsetzen. Denn auch dieses Gebäude soll abgerissen werden. Wir werden hier keine Baracken mehr in Svidava dulden. Das sind Bausünden aus der Anfangszeit, wo natürlich auch im Bemühen, entsprechend Material zu sparen, völlig zu Recht solche Bauprojekte durchgeführt worden sind. Aber diese Zeiten sind vorbei. Ich werde hier alle ausquartieren und jetzt wohnt hier niemand mehr. Das heißt, wir können auch dieses Gebäude hier mit abreißen. Ach, ein wirklich schöner Anblick. Der dazugehörige Straßenschniepel wird hier auch noch beseitigt werden, nachdem das Gebäude hier hoffentlich gleich mal verschwunden ist. Und hätte ich die Entscheidung zum Abriss hier vorher getroffen, ja dann hätte ich auch diesen Müllsammelplatz, der sich hier im Bau befindet. Ihr seht auch, da sind ganz schön viele Arbeiter hier vor Ort. 40 Mann warten auf Beton und Kies, um den hier fertigzustellen. Ja, da mischen wir uns aber hier nicht in die Planung ein. Hätte ich den Abriss, wie gesagt, vorher geplant, dann hätte man auch diesen Müllsammelplatz hier anders anlegen können. Aber diese Entscheidung steht uns immer noch frei. Und frei ist auch ein gutes Stichwort.
Denn auf diesem Platz wäre es auch durchaus möglich und auch geboten, eine weitere Polizeiwache zu errichten. Ich schau mal hier, die haben wir hier schon verbaut, die kleine ursprünglich auch. Na, die ist allerdings sehr klein hier. Dieses Gebäude? Obwohl das wäre eventuell etwas hier für die Nympheninsel in der Nähe des Campingplatzes. Wo ich das gerade hier in die Finger bekomme, schauen wir doch hier mal, wo wir hier eine kleine lokale Wache, die dann auch den Touristen, die hoffentlich ja bald kommen, hier ein gutes Gefühl gibt, mit installieren können. Eventuell hier vorne, direkt am Ortseingang. Naja, da ist natürlich fraglich, ob hier Arbeiter kommen, die diese Wache auch besetzen werden. Und direkt hier neben diesem alten Gym, weiß ich nicht, ob das so gut passt. Eventuell recht prominent hier vorne in diesen freien Bereich. Ja, müssten wir mal schauen. Hier ist der Straßenausgang. Ja, hier fände ich es eigentlich ganz passend. Wenn wir das hier ein bisschen gerade mit eindrehen, dann könnten wir das nämlich hier mit errichten gegenüber dieses Müllsammelplatzes hier. Ja, so könnten wir das eventuell machen. Dann haben doch unsere Touristen gleich das gute Gefühl, dass sie hier in sicheren Händen sind. Und ich hoffe, dass so ein paar Campingplatzbewohner den Weg hierher finden. Denn ihr seht, dass diese Gebäude hier vorne durchaus fußläufig diese Wache erreichen können. Die wird hier mal mit angeplant. Und auch unserer Bauindustrie hier natürlich mit als Projekt zugewiesen. Schön. Das heißt, das Gebäude hätten wir verbaut, aber das ist keine Lösung für diesen Bereich hier, denn das ist natürlich viel zu klein. Wir schauen aber mal, ob wir hier nicht auch eine entsprechende Wache in guter Größe finden. Die ist schön und groß, passt hier aber nicht hin, denn sie ist natürlich kollisionsfrei, ja, würde aber bei Errichtung, da muss ich mal schauen, würde bei Errichtung durchaus, könnte man eventuell sogar machen, ist die Frage. Wenn wir hier bis an die Tankstelle rangingen, und zwar hier, dann muss ich mir das mal von der anderen Seite anschauen. Ein bisschen rauszoomen, wenn wir hier an die Tankstelle gehen, ja, dann sind wir hier auf dem Müllsammelplatz und auf dieser Straße hier. Das ist unschön. Nee, eigentlich passt es nicht, wenn es hier so vorsteht. Das Gebäude ist hier ein bisschen zu groß. Ich kann natürlich auch mal, um hier ein wenig mehr Bauplatz zu schaffen, diese Straße hier abreißen. Die können wir ja danach wieder neu errichten lassen, das ist ja kein Problem. Und dieses Stück Gehweg hier kommt dann auch mit weg. Und zwar dieser Schnippel hier. Und hinten die Kiesstraße nehmen wir auch einmal mit ab. Dadurch haben wir dann die volle Freiheit hier beim Bau dieser neuen Polizeistation. Diese Node können wir nicht entfernen, denn hier kommen zwei verschiedene Straßenarten aneinander. Bei dieser sollte es gelingen eigentlich. Ja, wenn sich nicht gerade ein Fahrzeug dann in diesem Bereich befindet. Das habt ihr gerade gesehen. Okay, prima. Das heißt, wir suchen immer noch eine passende Polizeiwache hier für diesen Bereich. Die ist leider auch zu groß. Sollte etwas kleiner sein. Hier diese eventuell. Ja, diese eventuell. Wollen wir uns die mal anschauen. Die ist nicht zu hoch. Vergleichbar hier mit dem benachbarten Gebäude. Das seht ihr. Die Traufenhöhe ist beinahe identisch. Und würde sich hier auch als Übergang vom Hammer, der ja hier fertiggestellt worden ist, hin zum historischen Zentrum, jedenfalls den Ausläufern des historischen Zentrums, ganz gut eignen, meiner Meinung nach. Ja. Jetzt haben wir aber wieder Probleme hier mit der Stromleitung. Und wie oft habe ich diese Stromleitung schon abgerissen? Man will es gar nicht mehr zählen. Aber die unterirdische Verlegung ist hier immer noch keine Alternative. Wir hatten diese hier gerade ausgesucht und da muss ich mal sehen, dass die Wache nämlich auch ein bisschen Fernwärme abbekommt und nicht wie zuvor diese Baracke,
die ja dann quasi als unbewohnbar galt. Hier seht ihr jetzt die rote Verbindung. Ja, wenn sie gleich wiederkommt, da ist sie. Die rote Verbindung zeigt hier den Fernwärmeanschluss an. Steht es denn in der Flucht hier mit diesen Gebäuden? Ja, so würde das passen. Ja, ein bisschen rauszoomen. Okay, so könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Jetzt haben wir hier wieder keinen Fernwärmeanschluss. Ja, unschön, unschön. Aber zu nah an die Tankstelle will ich eigentlich auch nicht rangehen. Aber so könnten wir das durchaus machen, ne? Ja, so könnte das passen. So kann das gebaut werden. Das heißt, das hätten wir hier so einen Auftrag gegeben. Und dann kann auch die soeben abgerissene Straße hier wieder neu errichtet werden. Und das geht ja recht komfortabel. Das seht ihr hier. Das kleine Stück Gehweg schließen wir hier auch wieder mit an. Ah, hier müssten wir mit ran. Genau. Hier in diesem Bereich. Hier kommen wir ans Straßennetz dann ran. Sollte ausreichen, um hier den Arbeitern einen Zugang zu erlauben. Und wenn ich mich recht erinnere, war das hier der Haupteingang. Das heißt, den müssten wir auch mit anschließen. Und eventuelle Verzierungen, also Flaggen für Ingsogt und so weiter, das können wir dann später mit aufstellen. Doch, das gefällt mir ganz gut hier. Das können wir mit in den Bau übernehmen. Und für die Straßen muss ich es nochmal extra hier angeben. Dann sagen wir auch der Bauindustrie hier mit Bescheid. Die soll sich hier drum kümmern. Okay. Dann gilt es, den Umzug vorzubereiten. Den Umzug der mechanischen Komponentenindustrie, die sich ja hier befindet. Die produziert immer noch, als ob es keinen Morgen gäbe. Aber wir werden jetzt erst einmal hier... wir werden erstmal hier die Werksverbindung unterbrechen, damit die keinen Stahl mehr bekommt. Die sollen den ganzen Stahl aufbrauchen, wir werden die mechanischen Komponenten abtransportieren lassen und das Gebäude dann planmäßig beseitigen. Das heißt, zuerst wird hier diese Verbindung unterbrochen. Damit müsste der Stahlnachschub jetzt zum Erliegen kommen. Und dann müssten wir eigentlich Bescheid sagen, dass diese Vertriebsbüros dafür sorgen, dass jetzt hier alle Komponenten abgeholt werden. Das könnten wir denen hier nämlich auch sagen. Es muss nichts im Lager verbleiben. Es soll alles abtransportiert werden. Und da die es hier nur in unser Großlager transportieren, sagen wir auch Bescheid, dass sie hier diese abliefern. Und zwar zu 100%. Damit wir möglichst schnell jetzt hier die Lagerräumung durchführen können. Ihr seht auch, wie die ganzen LKWs sich jetzt hier auf den Weg machen. Ich gehe mal auf die schnellere Geschwindigkeit. Denn dann sehen wir gleich, wenn der Stahl hier abgeholt worden ist. Und als Quelle können wir auch dieses Gebäude hier zuweisen. Denn auch hier können Komponenten beladen werden. Wir möchten die ja nicht mit wegsprengen, unnötigerweise. So, jetzt wurde der Stahl aufgebraucht. Das heißt, wir können Bescheid sagen, hier braucht niemand mehr zur Arbeit kommen. Und wir warten einfach darauf, dass jetzt hier noch die Komponenten abtransportiert werden. Das sollte relativ schnell gehen. Hier sind es 76 Tonnen und hier sind es nochmal 17 Tonnen. Ja, sind so 90 Tonnen. Ein bisschen mehr. Das sollten 10 bis 15, vielleicht 20 LKW-Fahrten sein. Dann hätten wir alle Komponenten hier abtransportiert. Ihr seht auch, wie intensiv derzeit hier die Kiesladestation genutzt wird. Denn die LKWs holen natürlich alle einzelne kleine Portionen Kies ab, um diese kleinen Fußgängerstückchen, die zu den Müllsammelplätzen führen, fertigstellen zu können. Und auch für die Müllsammelplätze selber, wenn ich mich nicht irre, da müssten wir mal nachschauen. Denn ehrlich gesagt kann ich euch gar nicht sagen, welcher Bauaufwand hier betrieben werden muss. Wir sehen auch schon, dass eine Station hier fertiggestellt worden ist. Also zumindest eine. Und das macht einen ganz schönen Eindruck.
dass die erste fertiggestellte Müllsammelstation, die ich in Svidava jetzt hier erblicke, ja, das passt doch ganz gut. Im Hintergrund sitzt Ingsoc und im Vordergrund sind die Müllcontainer zu sehen. Der Brunnen sprudelt und eigentlich sollte ich mal hier auf die langsame, normale, besser gesagt Geschwindigkeit hier zurückgehen. Und wir schauen mal nach einer Baustelle für diese Müllsammelstation, um zu sehen, was der Materialbedarf dafür ist. Plattenbauteile werden noch benötigt und Stahl. Ich müsste jetzt den Müll aktivieren, um einen Neubau zu veranlassen, damit wir sehen, was insgesamt alles benötigt wird. Hier sind es auch Plattenbauteile und Stahl. Hier haben sie es schon fertiggestellt. Ja, Plattenbauteile, Stahl. Ich weiß nicht, ob hier Ziegel auch für benötigt werden. Das wäre auch mal interessant zu sehen. Hier seht ihr, dass auch noch Beton mit hinzukommt. Also unsere Bauindustrie wird sich hier wohl derzeit gut bedienen. Ziegel werden aber anscheinend nicht abgeholt. Beim Betonwerk schauen wir auch mal vorbei, ob hier alles gut läuft, denn hier schaut man ja auch nicht so oft nach dem Rechten. Wir sehen aber, dass hier auch gerade wieder Beton geladen worden ist, der zu einem Bauplatz hier für einen Müllplatz gefahren wird. Prima, also das läuft alles ganz gut, da können wir mit zufrieden sein. Hier haben wir noch 3,5 Tonnen vor Ort. Das heißt, in allerkürzester Zeit sind die Komponenten hier auch abgefahren. Und hier ist die Andrea Doria. Die wird jetzt hier dieses Lager leer räumen. 100 Tonnen Komponenten. Das passt ganz gut, dass die jetzt hier leer ankommt. Denn sie kann ja insgesamt 300 Tonnen der Bauteile laden. So viel haben wir jetzt hier auf dieser Seite nicht vorrätig. Das heißt, wir können jetzt sämtliche Restbestände in die Andrea Doria laden. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass unsere Bauindustrie hier gleich weiter versorgt wird mit den Komponenten. Dafür aktiviere ich uns auch hier noch einmal das Overlay für die Ressourcen, damit wir das im Auge behalten. Denn wir müssten hier Bescheid sagen bei der luftgestützten Bauindustrie, denn die Versorgung wird gleich zusammenbrechen und auch hier für unsere allgemeine Bauindustrie. Hier sind es jetzt noch 3,4 Tonnen und im Lager sind noch 60 Tonnen. Das sollte eigentlich jetzt schnell leergeräumt werden können. Ich hoffe, dass die LKWs jetzt hier zurückkommen. Ja, ihr seht es. Sie räumen wohl zuerst die Fabrik leer. Ja, das ist eigentlich ganz gut, denn könnten wir hier nämlich schon mit der Sprengung gleich beginnen. Ich lasse es jetzt auch mal so laufen. Wir müssen aufpassen, dass wir hier keine Beschädigung an diesem Kiesweg vornehmen, denn das wäre unschön. Dann wäre nämlich hier die Kiesladestation außer Gefecht gesetzt. Und ja, das würde dafür sorgen, dass die ganzen Bauarbeiten denn nicht vorangehen würden. Wenn sich jetzt noch ein Kollege von den Chauffeuren hier erbarmen könnte, diese knapp 3 Tonnen Komponenten zu laden, dann könnte das Gebäude hier nämlich der Abrissbirne zum Opfer fallen. Und das wäre ja ein guter Fortschritt, denn es gilt ja hier den Platz zu schaffen, um dann dafür zu sorgen, dass das Stahlwerk weiterhin hochproduktiv laufen kann. Dafür brauchen wir einfach hier eine Recyclinganlage, denn im Stahlwerk, da fallen so viele Abfallstoffe an, dass mit Container- oder Muldentransporten zu erledigen, ja, das würde so viel Verkehr provozieren. Das möchte ich eigentlich nicht. Also ich bin ja immer ein Freund davon, die Dinge nicht zu weit durch die Gegend zu fahren. Deswegen haben wir hier auch diese vielen Förderbänder, die zum Beispiel die Kohle hier transportieren, ohne dass wir irgendwelche Züge oder LKWs dafür einsetzen müssten. Und jetzt werden die letzten Komponenten hier geladen. Leider nicht vollständig, wie wir gesehen haben. Noch 1,3 Tonnen sind hier übrig. Aber da können wir einfach in Ruhe abwarten, denn insgesamt sind es nicht mal mehr 30 Tonnen, die es hier abzufahren gilt. Und ihr seht, dass wohl aufgrund der Zuweisung dieser Vertriebsbüros natürlich bevorzugt hier das Lager mit angefahren wird. Eventuell sollte ich hier auch mal Bescheid sagen, dass die auch in die Fabrik fahren. Das ist schon zugewiesen.
Dann müsste ich es für dieses Büro hier veranlassen. Auch hier soll beladen werden. Genau. Prima. 1,3 Tonnen nur noch. Die letzten Reste, das heißt, das Lager ist jetzt leer. Und da das Lager leer ist, können wir dieses hier auch abreißen. Ah, super. Dann kann auch der Weg dahinter schon abgerissen werden. Das ist nämlich dieser hier. Ah, dieses Lager und diese gesamte Einheit hat natürlich gute Dienste geleistet über all die Jahre. Was ist das hier eigentlich? Kleines Konstruktionsbüro, was wir nicht benötigen, was nicht im Einsatz ist. Ja, kann auch abgerissen werden. Ich hoffe, dass das kein Fehler ist, dass ich mir da nicht mal irgendwas bei gedacht habe. Kann natürlich sein, dass diese Gedanken von der Realität schon eingeholt worden sind. Die Straßenladestation könnte auch weg hier, ja. Hier ist Vertriebsbüro, mechanische Komponenten 1. Das ist dieses hier, okay. Das ist uns bewusst. Hier ist die Nummer 2 und in... Nee, das ist Vertriebsbüro, mechanische Komponenten national. Also es ist aber dieses hier. Und dann hätten wir noch Nummer 2. Und Nummer 2 befindet sich hier. Okay, worum kümmern die sich denn? Ah, okay. Die holen die Komponenten ab und verteilen sie hier an die Bauindustrie. Einmal die luftgestützte und einmal die landgestützte Bauindustrie. Okay. Das heißt, die müssen wir uns merken. Jetzt sind hier immer noch 1,3 Tonnen. Wieso werden die nicht abgeholt? Das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt stehen sie hier alle rum. Laden. Gut. Vielleicht sind das einfach beschädigte Restkomponenten, die unsere Vertriebsbüros jetzt so nicht sehen. Gehen wir mal davon aus, im Zweifel hier für die Vertriebsbüros. Denn es befindet sich jetzt auch kein Fahrzeug mehr hier auf dem Wege. Nein, das heißt, wir können jetzt die Fabrik abreißen. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Ja, die wird abgerissen und fällt da nieder. Ach, sehr schön. Dann kann auch die Straßenladestation hier nämlich mit weg. Und wir hätten hier schon einen schönen Platz geschaffen. Müssten wir uns jetzt nur gleich mal hier noch um die Vertriebsbüros kümmern, die hier jetzt sinnlos mehr oder weniger herumstehen. Dieses kleine Straßenstückchen kann mit fort. Und auch hier hinten der Gehweg kann ein wenig eingekürzt werden. Und damit hätten wir auch wirklich ein schönes großes Areal, um hier die erforderlichen Baumaßnahmen durchzuführen. Diese Vertriebsbüros, die müssen wir erstmal leer machen und dann können wir die abreißen. Das heißt, die LKWs dafür werde ich jetzt hier in die Depots versetzen. Obwohl, ein paar würde ich hier nämlich benötigen. Denn hier hatte ich ein neues Vertriebsbüro errichtet, das ist dieses hier. Und das soll dafür sorgen, und da überlege ich gerade, das hatte doch irgendwas mit den Komponenten zu tun. Die Komponenten werden hier angeliefert per Schiff, kommen hier in das Lager. Ihr seht hier die 180 Tonnen, kommen hier in das Lager. Von diesem Lager aus wird die Werft versorgt und die Fahrzeugproduktion. Ah, dieses Vertriebsbüro, ja, jetzt weiß ich es wieder, Leute. Das wird unser Vertriebsbüro... Mechanische Komponenten Bauwirtschaft. Denn das soll jetzt dafür sorgen, dass dieses Lager und dieses Lager hier weiterhin versorgt wird. Das heißt, die LKWs, die werden wir hier einfach umquartieren. Und da sollten eigentlich die 4 oder 5 Stellplätze, die wir haben, ausreichen, um den Transportbedarf zu stillen. Ja, noch 1, 2 dabei. Ja, sonst nehmen wir ihn hier noch mit dabei. Okay, da müsste er jetzt nämlich voll sein. Dieser LKW kann dann hier mit ins Depot. Und dann können wir nämlich dieses Depot hier auch schon mit abreißen. Das ist jetzt leer, kann weg.
Und hier steht noch einer drin. Oh, der Arme. Der letzte LKW der vormaligen ruhmreichen mechanischen Komponentendistribution. Den schicken wir auch hier mit rüber und werden seinen ehemaligen Arbeitsplatz jetzt hier abreißen. Das ist geschehen, die Straßenschnippel noch weg und es gibt einen großen Fortschritt zu berichten. Weniger ist in diesem Falle mehr und wir haben viel Platz hier für die Errichtung der notwendigen Recyclinganlagen dort. Okay, und wo wir gerade dabei sind, werde ich auch hier diesem neuen Vertriebsbüro jetzt Bescheid sagen. Die sollen jetzt hier eben die Komponenten laden. Nur mechanische Komponenten und sollen hier dieses Lager versorgen. Hier wird entladen und zwar nur Komponenten zu, zu 70% sollte ausreichen hier. Und dann auch bei diesem Lager hier, ja, da müssen wir direkt das Lager ansteuern. Hier ist keine Straßenladestation dran verbunden. Und hier auch entladen, nur Komponenten zu 70%. Prima, das sollte jetzt so geklappt haben. Dann hätten wir, ihr seht, dass jetzt hier schon Komponenten geladen wurden. Die LKWs sind hier unterwegs und werden wohl einen irgendwie entstandenen Rückstand hier versuchen auszugleichen. Ich nehme an, dass es hier die luftgestützte Bauindustrie betrifft. Das werden wir gleich mal sehen, wo die auch langfahren. Das ist auch interessant hier. Ja, sie fahren hier hinten lang. Ja, sind doch schon einige unterwegs jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind schon 22 Tonnen, die hier durch die Gegend gefahren werden. Ja, ihr seht, dass die hier in Richtung der luftgestützten Bauindustrie fahren. Denn das Komponentenlager hier... Oh, das hat hier einen Mangel. Da sind zwar noch 35 Tonnen vor Ort, das sollten aber 95 sein. Okay, das heißt, die werden jetzt zusehen, dass sie diese Komponenten hier abholen und darüber schaffen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass das Schiff, was ja bisher hier für den Transport zuständig ist, jetzt auch Bescheid weiß, dass sich hier alles geändert hat. Dass nicht mehr hier beladen wird, sondern es soll hier am neuen Komponentenhafen geladen werden. Und das ist dieser hier. Der Kamühlehafen Fleischladung. Nein, der ist es natürlich nicht. Ja, ihr seht, ein kleiner Missklick hier. Der Halt wird gelöscht. Wo haben wir? Doch, der ist es. Der ist nur nicht so gut benannt worden. Der ist es nicht. Astral, du hast daneben gezielt. Hier ist das Komponentenlager. Hier sehen wir es, 500 Tonnen sind vor Ort. Das heißt, hier werden auch die Komponenten abgeholt. Ist das Leckermühlehafen Komponenten? Genau. Hier wird beladen. Komponenten an dieser Station laden. Ja, warten bis voll. Warten bis voll können wir angeben. Genau. Hier soll er jetzt schon mal hinfahren. Es dauert ja auch, bis das Schiff hier rüberkommt. Es wird hier versuchen, voll zu laden. Dann soll die nächste Station, nämlich hier die Ablieferstation auf der Nympheninsel sein. Eigentlich sollte ich das hier vernünftig nochmal mit angeben. Ich könnte mal hier diese Station nämlich rauslöschen, hier von der Linie entfernen. Nein, wir wollen nur die Station löschen. Genau, den Halt wollen wir löschen. Und auch außerhalb der Grenzen soll gelöscht werden. Das geht aber wahrscheinlich nicht, genau, da mindestens zwei Haltestellen erforderlich sind. Das heißt, nachdem hier geladen worden ist, soll hier entladen werden zu 100%. Genau, und zwar Komponenten. Und danach ins Ausland gefahren werden, um den Rest zu exportieren, entladen. Von zu 100%. Genau, so müsste das passen. Das heißt, das Ausland können wir einmal hier oben wegnehmen. Und jetzt müsste die Linie hier so in Ordnung sein. Es wird beladen hier am Hafen, an diesem hier. Da kommt unser Schiff auch an. Es wird die Nympheninsel versorgen. Von der Nympheninsel aus werden LKWs hier ausschwärmen ins Land und quasi den inländischen Verbrauch stillen.
und danach bringen wir den Rest der Komponenten hier ins Ausland. Okay, prima. Das hat ganz gut geklappt. Hier, ja, das können wir umbenennen. Das ist Stahlletin ungenutzt. Denn Komponenten sind ja hier nun wirklich nicht mehr das Thema. Und auch diese Ladestation hier. Ladestation, ja, es reicht eigentlich, wenn wir die nur Ladestation benannt lassen. Da können wir uns hier nämlich eine Neunutzung für überlegen. Hier ist eine Meteor fertig geworden. Sollte ich noch eine Meteor mit auf die Route setzen oder nicht, ist die Frage. Hier brauchen wir es deutlich nicht. Hier stauen sich schon die Schiffe und anscheinend habe ich auch eine Barkasse zu viel zugewiesen. Was ist denn los hier? Hier nehme ich mal den Fleischhafen raus. Denn das könnte hier für Behinderung sorgen. So. Werden hier jetzt keine Fährdienste angeboten von 1, 2, 3, 4 Booten, die hier vor Ort sind? Ja, anscheinend nicht, oder? Die fahren hier alle kreuz und quer, wie sie gerade lustig sind. Nein, das geht so nicht. Also, Svidava, Flusshafen am Blokovi. Er möchte eigentlich hier jetzt Passagiere laden. Er auch. Er auch. Hier ist ein kleiner Stau, Leute. Das heißt, wir werden die Meteor hier ins Depot schicken. Das sind anscheinend zu viele dieser kleinen Boote. Die fahren hoffentlich hier ins Depot. Und mal sehen, ob das schon hilft. Sonst wird auch noch eine Rakete hier abgezogen. Was möchte er? Er möchte am Flusshafen zur Brücke, kommt aber nicht weiter. Okay. Ja, die blockieren sich hier gegenseitig so ein bisschen. Kommt weg. Die Barkasse hier ist zu viel und sorgt anscheinend für Probleme. Und jetzt mal sehen, ob sich das hier ein bisschen in vernünftige Bahnen lenken lässt. So. Hat er jetzt Passagiere geladen? Nein, er möchte tanken. Treibstoff steht zur Verfügung. Das ist gut. Okay, das ist gut. Ah, da fällt mir was ein. Ich hatte ja hier die Stromversorgung abgerissen. Und deswegen kann wahrscheinlich hier am Hafen... Ja, hier steht kein Strom zur Verfügung. Ah, das bedeutet, dass dort auch nicht getankt werden kann. Wir müssten das wieder aufbauen hier. Was für eine Leitung war denn das hier? Das ist dieser Telefondraht mehr oder weniger. Der Klingeldraht. Hier muss eine neue Verbindung erfolgen. Und zwar von hier aus bis hierhin, wie gewohnt. Und hier schließen wir uns wieder mit an das bestehende Stromnetz an. Und das Ganze muss natürlich auch noch gebaut werden. Und unsere Polizeiwache ist auch schon fertig. Okay, das ging aber überraschend schnell. Ist auch relativ klein, seht ihr, ne? Das sind nur 9 Mitarbeiter und 18 Beamte, die hier vor Ort dann für eine Verbesserung der Sicherheit sorgen werden. Minol 3 soll diese Polizeiwache hier mit dem erforderlichen Treibstoff versorgen. Und erforderlicher Treibstoff ist natürlich ein großes Wort für eine Polizeiwache, die derzeit auch noch keine Fahrzeuge hat. Das heißt, es wäre auch an der Zeit, dafür zu sorgen, dass wir hier ein paar Polizeifahrzeuge herstellen können. Und da schauen wir mal, welche Baupläne uns hier zur Verfügung stehen. Denn ich finde es schön, wenn wir die hier auch selber bauen können. Hier zum Beispiel Militärpolizei. Wartburg 353, Kommando NVA. Den werde ich mal mit ankaufen, so just for fun. Und Wartburg 353 Streifenwagen wird auch mit angekauft. Wartburg 13, den gibt es schon. In 82, eigentlich habe ich doch gesagt, hier nach Jahren. Nein, der ist eigentlich unserer Zeit voraus. Aber wo wir gerade dabei sind, hier Baupläne anzukaufen, werden wir diesen Bauplan hier auch mit erwerben. Und es sind ja insgesamt 2 Seiten. Hier sind es allerdings Besonderheiten, die wir hier nicht benötigen. Bauplan für den Polizeitrabant kaufen wir noch mit an. Ich weiß nicht, ob der Dacia hier
Eventuell auch. Ja, der könnte auch hier mit in unser Straßenbild gut hineinpassen. Damit wir halt auch ein bisschen Abwechslung haben. Denn das sind diese polnischen Markierungen, wenn ich mich nicht irre. Diese gelb-weißen. Und hier den Wolga könnten wir auch mit produzieren lassen. Das heißt, wir hätten jetzt eine schöne Auswahl an Bauplänen für Polizeifahrzeuge. Werden hier dieser Ignatow mal Bescheid sagen, die soll hier mal parken und die Produktion umstellen entsprechend hier auf Polizeifahrzeuge, Polizeiauto. Ja, dann werden wir hier vielleicht zwei Wartburgs mit herstellen lassen, hier auch zwei. Die Umlackierung kann natürlich auch noch später erfolgen und für die jungen Kollegen gibt es hier einen Trabi. Ach ja, den Dacia, den wollten wir uns auch mit anschauen. So. Und danach gehen wir dann zurück auf die PKWs. Und dabei fällt mir was ein, wo wir hier gerade dabei sind, Leute. Wir brauchen hier für dieses Krankenhaus, was ja unsere Lungenheilanstalt ist, wo jetzt keine Mitarbeiter und Ärzte vor Ort sind, aber das Problem ignorieren wir jetzt mal geflissentlich. Hier bräuchten wir ja auch noch ein paar Fahrzeuge. Das heißt, wir sollten auch daran denken, eventuell Baupläne anzukaufen für Krankenwagen, damit wir die auch in Zukunft dann in eigener Regie herstellen können. Und da gibt es auch eine ganz schöne Auswahl. Hier, naja, die brauchen wir alle nicht, so wie es aussieht. Nein. Wir orientieren uns also hier auf dieser ersten Seite und schauen mal. Den B1000 werde ich auf jeden Fall mit ankaufen. Und sonst, eigentlich brauchen wir nicht mehr Vielfalt im, im Krankenwesen. Hm. Ja, das könnte man eventuell hier mit Skoda noch mit hinzufügen. So, das sollte ausreichen. Dann werden danach hier nämlich keine Käfer gebaut, sondern danach gibt es Krankenwagen. Und die haben wir uns ja hier gerade zurechtgelegt. Das heißt, B1000 werden produziert. Ich sollte auch sagen, nicht mit zufälliger Farbe bauen, sonst sind diese ganzen Farbeinstellungen, die wir hier getroffen haben, natürlich für die Cuts sozusagen. Hier auch von diesen Krankenwagen zwei Stück und hier ein paar. Den Rest können wir ja ins Depot überführen. Na, dieses Gelb ist natürlich ein bisschen unschön. Und suchen uns quasi die schönsten raus. Dann nach Ende der Warteschlange nicht stoppen. Nach Ende der Warteschlange sollen nämlich dann wieder Käfer gebaut werden. Na, prima. Gelbe Käfer in diesem Falle. Denn wir haben ja die zufällige Farbe ausgeschaltet. Oder aber hier Taxikäfer für den mexikanischen Markt. Das heißt, die könnten wir hier danach noch exportieren. So, jetzt aber abzuwarten, bis die Polizeifahrzeuge fertig sind, könnte man machen. Die sind auch schon teilweise fertig. Das lohnt sich auch, Leute. Hier werden wir uns einen Wartburg mit raussuchen, eventuell zwei davon. Dann diese Militärpolizei. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Stellplätze unsere neue Polizei hier hatte. Der Wolga. Und hier gibt es auch eine vernünftige Lackierung. Ja, dieses Fahrzeug kann hier auch mit überführt werden. Und damit hätten wir diese neue Wache hier auch vollständig gleich hoffentlich ausgestattet. Sagen mal Bescheid, dass die hier rüberkommen sollen. Ja. Oh, das war's schon. Schade. Das ist schon voll. Okay. Ah, vier Parkplätze haben wir hier nur. Gut. Aber das macht natürlich Sinn, dass wir denen auch Fahrzeuge zur Verfügung stellen, denn sonst, ja, sonst können die ja nicht ausschwärmen, um die Fälle aufzunehmen. Und vielleicht schicken wir auch ein, zwei, drei Krankenwagen hinten in die Lungenheilanstalt, damit die Patienten hier auch entsprechend abgeholt und durch die Gegend gefahren werden können. Denn zur Untersuchung und so, ihr kennt es ja, nicht überall gibt es jegliche erforderliche Apparatur. Von daher sind auch hier Krankentransporte erforderlich.
Und die sollen natürlich auch mit geeigneten Fahrzeugen durchgeführt werden. Gerade für den Fall, dass hier mal Touristen in das Krankenhaus kommen. Und die berichten natürlich im Ausland denn davon, wie es hier in Transaustralien ausschaut im Krankenwesen. Ich hatte wohl noch ein Atlantic 333 mit in Auftrag gegeben. Warum, weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Ja, es könnte sein, dass wir den benutzen dann, um das überschüssige Fleisch zu exportieren. Denn das wäre auch eine ganz schöne Option, wenn wir in diesem Bereich ein wenig expandieren würden. Hier ist unsere Andrea Doria, die hat gerade die Komponenten abgeladen. Ihr seht, sie hat jetzt 30 Tonnen hier abgeladen. Das ist gar nicht so wenig. 20 Tonnen müssten hier noch als Nachschub kommen, obwohl wir auch nur 70% eingestellt hatten. Das heißt, diese Meteor, die benötigen wir jetzt nicht. Die kann verkauft werden und sollte jetzt auch losfahren. Wir warten hier auf die Atlantik und sind eigentlich ganz zufrieden, denke ich. Denn der Umzug der Komponentenindustrie und die Neuaufstellung dieses Verteilnetzes ist uns gelungen. Das Overlay wird auch deaktiviert. Und ich würde mal schauen wollen in der Bauindustrie, wie es aussieht, wie viele Baustellen hier noch erledigt werden müssen. Oh, ihr seht, das heißt, die Müllplätze, die wir in Auftrag gegeben hatten, sind jetzt hier im Mai auch alle errichtet worden. Und da schauen wir uns hier gerne nochmal ein paar an. Ja, das sieht doch auch ganz gut aus, finde ich. Das haben sie hier ganz schön gemacht. Ja. Kann natürlich sein, dass hier noch zusätzliche Müllplätze notwendig sind. Auch hier ein schönes Bild mit der Müllsammelstation vor dem Roten Stern. Teilweise war halt nur Platz für solche kleine Stationen, wo ja keine Mülltrennung stattfinden kann. Und wie ich euch gesagt hatte, hatte ich hier im industriellen Bereich, da hatte ich dann diese Muldenstation mit aufgestellt. Aber wir möchten natürlich nicht, dass die hier in der Stadt stehen, da die ja auch hier für Verschmutzung sorgen. Hier zum Beispiel im Innenhof des Jugendwerkhofes hier, da war auch nur Platz für solch eine kleine Müllsammelstation. Das sollte aber ausreichen. Hier hinten habe ich Bedenken, ob es ausreicht von der Kapazität her, da hier ja sehr viele Bürger auf engstem Raume wohnen. Ja, und dementsprechend halt auch viel Müll produzieren. Aber diese Baumaßnahmen wurden erstaunlich schnell abgeschlossen. Denn wir waren im Februar, März, April, Mai. Also innerhalb von 3 Monaten haben wir die ganze Stadt hier mit einem Müllsammelsystem auf jeden Fall ausgestattet. Zumindest die Müllsammelplätze. Denn die technischen Services und auch die Müllfahrzeuge, die dafür notwendig sind, die werden wir dann jetzt bauen müssen. Ach, da freue ich mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.